Nach der Ankündigung in der letzten Woche wurde gestern das neue Karneval-Streetwear-Set veröffentlicht und ein paar Neuigkeiten zu kommenden kleinen Inhalten für die Sims 4 geteilt. Mehr dazu in diesem Video. Es geht mit winzig kleinen News zu neuen Objekten für die Sims 4 weiter. Auf Twitter gab es nämlich gestern einen neuen Tweet, in dem für die bereits vorgestellten Sims Delivery Express Inhalte ein Datum verraten wurde. So können wir uns am Mittwoch, den 9. Februar, über 6 neue Gerichte und insgesamt 3 neue Erstelle einen Sim-Modus-Objekte freuen. Eins davon ist dieser neue Bademantel, der bereits schon gezeigt wurde. Jetzt wissen wir zusätzlich auch, was die anderen beiden Cars-Objekte sind. So werden wir einen Durak und eine neue Haube erhalten, die man auch schon auf diesem bunten Screenshot gesehen hat. Die neuen Gerichte gehören zur ostasiatischen Küche. Insgesamt können Klebereiskuchen, gedünsteter Fisch, Tofu, Galbi Jim, Japchae und Nudeln mit Schweinehack, die ich bestimmt komplett falsch ausgesprochen habe, neu zubereitet werden. Auch sonst gab es ein paar kleinere News. Weiter haben die Entwickler nämlich verraten, was für Bugs mit einem der nächsten Updates behoben werden. So werden wohl in diesem Monat vermutlich 12 mehr oder weniger nervige Fehler behoben. Endlich sieht Evergreen Harbor nicht mehr so aus, als würde es unter Wasser stehen. Kommen wir jetzt zum neuen Sims 4 Set, welches aus insgesamt 26 neuen Erstelle einen Sim-Objekte besteht. Wie ich leider schon richtig vermutet habe, sind nur Objekte für erwachsene Sims im Karneval-Streetwear-Set enthalten. Kinder oder auch Kleinkinder gehen hier leer aus. Jetzt zeige ich euch meine ersten Eindrücke zum schon insgesamt 10. Set für die Sims 4. Ich würde mal ganz dreist behaupten, dass man ein The Sims 4 Set, in dem es um neue Erstelle einen Sim-Modus-Inhalte geht, doch am einfachsten im Cars ausprobieren kann. Und ich habe mich direkt schon mal in den Modus begeben und ich würde sagen, wir schauen uns doch jetzt einfach mal die neuen Klamotten an, die es in diesem Pack gibt. Neue Frisuren gibt es keine, aber dafür geht es schon mal los mit dieser Latzhose, die in dem 5 Euro teuren Set enthalten ist. Ich muss sagen, die gefällt mir doch eigentlich recht gut. Von den Farbalternativen haben wir ein paar unterschiedliche Sachen. Das T-Shirt ändert sich hier oben auch. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, so Latzhosen-Kombination hatten wir schon öfters, aber so eine, die hier so runterhängt, bisher auch noch nie. Finde ich eigentlich ganz cool. Wir haben sogar eine dunkle, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Die kann man ja auch normal benutzen. Mir ist ja immer einigermaßen wichtig, dass die Objekte vielleicht wenigstens so im Ansatz ein bisschen alltagstauglich sind. Das scheint hier zumindest auch so ein bisschen der Fall zu sein. Okay, ich glaube, das hier ist selbst in der dunklen Variante relativ auffällig. Also damit würde ich jetzt nicht unbedingt ins Büro marschieren wollen. Es wirkt fast ein bisschen so, als hätten sie darauf geachtet, dass so ungefähr die Regenbogenfarben mit drin sind. Wirklich viele Farbkombinationen sind es ja nicht. Es gibt ja auch viele Packs, bei denen auch einfach mal so ein paar andere verschiedene Muster mit drin sind. Ist hier jetzt auch nicht unbedingt der Fall, was ich jetzt aber auch nicht so krass schlimm finde. Obwohl, ja, dieses Gesamtoutfit finde ich sogar fast relativ cool. Deswegen ist es vielleicht doch ein bisschen schade. Aber ja, so schlimm finde ich das jetzt nun auch wieder nicht. Es ist natürlich ein sehr farbenfrohes, komplett verspieltes Pack. Da macht es natürlich auch Sinn. Jetzt schauen wir doch direkt mal. Okay, wir haben 4 neue Männeroberteile bekommen. Hier dieses Fischnetzoberteil, was man auch schon gesehen hat. Das sieht wirklich extrem bunt aus. Also da ist wirklich farbenmäßig hier alles dabei. Wir haben dieses witzige Melonenoberteil bekommen. Das eher in so ein bisschen pastelligen Farben. Also, boah, die Farben, die hauen schon sehr gut rein. Das hier persönlich gefällt mir ganz gut. Ja, also ich muss sagen, mir persönlich sagt der Stil jetzt nicht so ganz zu. So ganz ärmellos, finde ich, sieht immer ein bisschen komisch aus. Aber dafür ist dieses Outfit umso witziger. Ah, irgendwie, es hat was. Es sieht sehr bunt aus hier, dieses hochgebundene, finde ich ganz witzig. Das gefällt mir jetzt persönlich dann doch ein bisschen besser. Ich hoffe, hier musste kein echter Fisch für leiden. Das sieht dann doch so ein bisschen, ja, Fischschuppenmäßig aus. Gefällt mir auch ganz gut. Es reflektiert auch so ein bisschen, wenn man es dreht. Das sieht man ganz gut. Finde ich eigentlich, ja, ganz witzig. Sind wir mal ganz ehrlich, ich werde dieses Oberteil wahrscheinlich nie benutzen. Aber ja, es ist doch auf jeden Fall ganz cool. Hier kann man auf jeden Fall zumindest nicht sagen, dass die Entwickler sich nichts Neues ausgedacht haben. Also sowas in der Art hatten wir ja jetzt auch noch nicht so wirklich. Dann schauen wir mal hier nach den Hosen. Da haben wir für die Männer auch eine neue Hose bekommen. Das ist diese hier. Die gefällt mir eigentlich auch ganz gut.
passt irgendwie zu diesem anderen Gesamtoutfit, was wir vorhin gesehen haben. Auch eine neutrale Variante. Also die Logik, nach der das Objekt irgendwie Muster hat und keine Muster hat, muss mir auch nochmal jemand erklären, weil die anderen ja irgendwie keine Muster hatten. Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Dann haben wir dieses neue Accessoire bekommen, so kleine Ketten und so Freundschaftsbänder. Da kommt mir doch fast die Idee, warum gibt es eigentlich noch keine Freundschaftsbänder, die so den ganzen Arm füllen? Das fände ich auf jeden Fall sehr witzig. Ja, was soll man denn sagen? Es sind halt Freundschaftsbändchen. Da hätte mir jetzt persönlich auch vielleicht noch eine dunkle Variante zugesagt, die dann halt das auch so ein bisschen im Alltag benutzen lässt. Aber so geht es natürlich auch. Das ist doch eigentlich ganz schön. Also es gefällt mir jetzt ganz gut. Oh Gott, die Kombination von den Sachen passt in dem Fall natürlich nicht wirklich, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Es ist ja nur, dass wir so ein bisschen die neuen Sachen sehen. Dann bei den Frauen haben wir 5 verschiedene Gesamtoutfits. Da haben wir einmal dieses Kleid, was für meinen Geschmack dann doch ein bisschen steif aussieht. Also ich weiß nicht, ich finde, das sieht hier irgendwie so ein bisschen merkwürdig aus. Es hängt hier so in der Luft so ein bisschen, aber das ist ja in The Sims 4 generell so. Hat jetzt also nichts unbedingt mit diesem Objekt zu tun. Gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut. Es sieht ja auf jeden Fall relativ krass aus, dass dieses Bein hier so frei ist. Dann haben wir ja dieses Gesamtoutfit. Für mich schon fast eines der Highlights. Also das gefällt mir jetzt wirklich sehr gut. Die Farbkombination finde ich sehr schön. Ja, ansonsten, boah, es ist schon wirklich unfassbar bunt. Für alle, die sich in Photoshop ein bisschen auskennen, es sieht so ein bisschen aus, als hätte man hier einfach diesen Farbregler volle Kanne in irgendeine andere Richtung gedreht. Das ist dann doch schon eher ein bisschen augenfreundlicher. Und auch hier haben wir eine dunkle Variante. Also wenn ihr jetzt nicht unbedingt, wenn ihr quasi einen Sim haben wollt, der gerne Karneval feiert, aber dann doch so ein bisschen Gothic-mäßig unterwegs ist, ist hier auf jeden Fall auch was geboten. Dann haben wir dieses Gesamtoutfit. Ja, irgendwie so ein bisschen, also meine Augen tun schon hier ein bisschen weh. Ich kann ja verstehen, dass man gerne das sehr bunt und sehr grell haben will, aber oh, die Farben. Es ist wirklich sehr, sehr bunt. Also ich muss zugeben, ich finde die Kombination auch eigentlich nicht ganz so schön. Also dieses Rot ist cool, dieses Grün ist cool, aber ich finde diese Kombination aus den beiden Farben teilweise auch bei den anderen Outfits irgendwie nicht ganz so gelungen. Ich bin ja ehrlich gesagt jetzt auch nicht wirklich so der Klamotten-Nerd, deswegen kann es jetzt auch Quatsch sein. Oh, das sieht ja krass aus. Ja, die Hose leuchtet auch so ein bisschen. Dann haben wir hier dieses Oberteil, was dann so ein bisschen hier unten hier noch so gebunden ist. Ah, da haben die Entwickler auch noch dieses Schuppenmuster quasi in ein ganzes Kleid verwandelt. Wir haben auch einige neue Accessoires bekommen tatsächlich. Nämlich eine neue Brille, die ich persönlich sehr witzig fand. Die sind ja auch schon auf den Screenshots relativ hervorgestochen. Wir haben diese Brille bekommen. Ja, ich glaube mal, diese Brille ist dann eher Deko. Also ich als Brillenträger wäre, glaube ich, genervt, wenn diese Gläser so klein sind. Außerdem gehen ihre Augen irgendwie über die Brille drüber. Das macht jetzt hier auch nicht so viel Sinn. Ja, ist doch eigentlich ganz witzig. Dann haben wir hier einmal diese Feder. Ich bilde mir zumindest ein, dass wir so Federn schon öfters hatten. Deswegen, ja, es passt natürlich zum Thema, ist ganz cool, aber ich glaube, sowas Ähnliches hatten wir zumindest schon mal. Oh, es sieht so ein bisschen papageienmäßig aus, was ich sehr schön finde. Also das ist doch eigentlich dann doch auch ein relativ gelungenes Accessoire. Wir haben ein paar neue Nägel bekommen tatsächlich, was mich jetzt irgendwie auch ein bisschen überrascht hat. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Das sind nämlich diese hier, sind auch schon im Filter drin. Ja. Wow, ehrlich gesagt, brauchen wir wirklich neue Nägel? Ich würde fast sagen, die sind mir dann doch relativ egal. Okay, ja, so, ich glaube, unterschiedlich farbige Nägel hatten wir tatsächlich bisher noch nicht. Dann fehlt natürlich noch die Oberteile. Da müssen wir jetzt hier nochmal gucken. Die sind hier ganz unten. Oh, ja, das Fischnetz-Oberteil nochmal ein bisschen knapper. Die Regenbogenfarben sind hier wieder so ein bisschen dabei und auch so ein extrem grelles Grün. Also ich glaube, nach diesem Video muss ich mein Zimmer in ganz dunklen Farben streichen, damit ich das irgendwie so ein bisschen ausgleichen kann. Wir haben einmal dieses Oberteil.
Ja, natürlich. Jetzt haben wir hier alle möglichen Flaggen. Das ist, glaube ich, die brasilianische Flagge. Die ist mit dabei. Das ist, glaube ich, die Flagge für Lesben. Also da haben die Entwickler auch noch so ein paar Pride-Elemente eingebaut. Ja, ist doch eigentlich ganz witzig, das so in so einem T-Shirt zu verankern. Und wir haben dieses Oberteil. Da habe ich ja schon im Podcast so ein bisschen mich drüber lustig gemacht. Ich finde, das sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Candy Crush als Oberteil hier. Also das haben wir auf jeden Fall auch neu. Glitzert hier vorne auch so ein bisschen hier um die Wette, die einzelnen Steine. Oh. Gefällt mir, ja okay, ich lüge euch jetzt nicht an, es gefällt mir jetzt nicht so arg. Also ich weiß nicht, das würde ich jetzt nicht unbedingt einem Sim anziehen. Vielleicht auf Sulani kann man das tragen, da ist es bestimmt in Mode. Aber sonst würde ich das jetzt wahrscheinlich nicht verwenden. Oh, wir haben tatsächlich 4 neue Hosen bekommen. Finde ich für ein Set eigentlich relativ viel. Ich glaube, da gibt es sogar größere Packs, wo wir weniger Hosen bekommen haben. Wir haben hier, okay, zum ersten Mal hier so ein bisschen ganz viele verschiedene Jeansfarben. Hatten wir, glaube ich, bei den Männern jetzt nicht so wirklich. Finde ich ganz cool. Die Hose sieht ja praktisch aus mit dieser kleinen Tasche, die leider aber nicht 3D ist, sondern nur draufgezeichnet. Ja, gefühlt auch wieder so ein bisschen in allen Farben. Wieder sehr bunt. Boah, also, ja. Ich glaube, das Farbmuster ist wirklich bei allen wirklich sehr identisch. Jetzt haben wir hier nochmal wieder so was Zugebundenes. Es sind halt wirklich diese gleichen Farben, die natürlich irgendwie alle auf jeden Fall ins Thema passen. Und als letztes haben wir 2 neue Make-up-Optionen bekommen. Das sind nämlich diese hier. Sind auf jeden Fall natürlich auch wieder sehr bunt. Und ja, mit sehr viel Glitzer. Das passt natürlich super. Boah, das sieht ja krass aus. Ich glaube, hier so eine doppelt-dreifache Linie. Ich weiß nicht so genau, wie man das nennt. Aber so eine doppelte Linie hatten wir, glaube ich, bisher auch noch nicht. Puh, also ja. Jetzt sind wir schon fast hier am Ende aus den Sachen. Ja, also ich weiß nicht. Also prinzipiell, die Idee finde ich witzig. Die Klamotten sind teilweise auch ganz cool. Ich habe ja auch gemeint, dieses Gesamtoutfit hat mir ganz gut gefallen. Das hier finde ich ehrlich gesagt auch ganz, ganz lustig. Also sind schon ein paar Sachen dabei, die ich ganz gut finde. Aber prinzipiell, ich weiß nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir fällt jetzt nicht so wirklich ein cooler Zweck ein, wo man diese Objekte so richtig benutzt, außer vielleicht, wenn man so eine kleine Sommerparty oder so veranstaltet, da könnte ich mir vorstellen, dass man dann den ganzen Haushalt mal sich sagt, ja, jetzt kleiden wir einfach alle neu ein. Alle ist ja auch nicht ganz richtig, weil wir leider keine neuen Optionen für Kinder und Kleinkinder bekommen haben. Das ist ja ein bisschen traurig. Aber ansonsten, ich weiß nicht, das Pack ist halt irgendwie einfach ein bisschen nischig. Wie ihr wisst, ich bin ein Fan davon, alltagstaugliche Sachen zu haben. Und diese Sachen sind wir ganz ehrlich, nicht wirklich alltagstauglich. Es muss natürlich jeder für sich selber wissen. Wie gesagt, für so eine kleine Party oder auch auf Sulani oder so, kann ich mir das eigentlich dann doch ganz gut vorstellen. Aber sonst, ja, wahrscheinlich wird man das ab und zu mal benutzen, aber halt, ja, dann wahrscheinlich nicht mehr darüber hinaus. Da gab es schon Sets, die dann wirklich mehr in den Alltag der Sims vorgedrungen sind. War jetzt wahrscheinlich auch nicht so wirklich der Anspruch des Sets. Vor allem, wenn man bedenkt, sie hätten ja jetzt auch einfach quasi so brasilianische Kostüme mit ganz vielen Federn und so groß irgendwie reinbringen können. Haben sie nicht. Es ist ja tatsächlich ein bisschen alltagstauglicher, aber so für den normalen Sims-Alltag, damit würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt in die Karriere gehen. Was denkt ihr über das neue Set? Werdet ihr euch dieses bald zulegen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.